Ach komm, wir nehmen jetzt wieder die hier mit. Mit dem Anti-Penner-Aufsatz. So, der erste ist hinüber. Scheiße! Lade nach! Lade nach! Oh, oh, jetzt wollte ich dich durch... Oh, fu, Alter! Adelante! Wir wollen nicht nach Atlanta. Wir wollen nach Hause. Oh. Section, Ihr Team kann abrücken. Es ist Briggs. Was bist du hier? Das ist das Extraktionsteam! Mann, bin ich viel zu spät. Dann auf geht's! Den kennen wir aus einem Film. Die Mission war ein Erfolg. Admiral Briggs, schön Sie zu sehen. Ebenso, Section. Was auch immer Menendez plant, Celerium ist der Schlüssel. Endlich sind wir diesem Bastard einen Schritt voraus. Er ist nur ein Mann, Admiral. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Er will Sie glauben machen, dass er mehr ist. Aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes. Ah. Hinter jedem Mann steht eine große Frau. Erinnerung freigestalten. Ein Sturm zieht auf. Ja, und wieder erfolgreich eine Mission fertig gemacht. Aber wir spielen natürlich eine weitere. Alte Wunden, Afghanistan, 1986. Ja, wir legen mal mit der Standarderweiterung und Ausrüstung fort. Levelstart. Ich kann Menendez nicht verstehen, wenn ich nicht in seinen Kopf komme. Salazar, du warst in Nicaragua, als er an die Macht kam. Du kennst die Legenden am besten. Warum hasst er uns so sehr? Du Premier Graforia. Als Junge sah er mit an, wie die Contras töteten und vergewaltigten. 1972 gab es ein gewaltiges Erdbeben. Seine Familie hatte alles verloren. Ein Jahr darauf wurde die einzige, die er liebte, seine Schwester Josefina, durch ein Feuer verkrüppelt. Raúl und sein Vater fingen neu an, machten mit Drogen schnelles Geld. Sie wurden reich, mächtig, Legenden von Managua. Das ja, was eine versaute Kindheit nicht alles also ausrichten kann. Raúls Vater mit dem Segen der US-Regierung. Menendez hasste Amerika immer mehr und fing an, Waffen in Afghanistan für seine Privatarmee zu handeln. Die CIA hat Wind davon ein bekommen Warlord. Und jagte ihn in Kabul. Das war das Foto von Woods aus der Kammer, nicht wahr? Siehst du den hübschen Bastard? Das bin ich. Hässlich ist dein Vater. Nach Vietnam. In Zahlen und so. War er verdammt gefährlich. Alte Wunden, Provinz Khost, Afghanistan, Alex Mason, CIA, 1986. Unter anderem mein Geburtsjahr, mal so nebenbei. Es ist Showtime, Mason! Was hast du gesehen, Watts? Viel zu viel. Sand, Sand und noch mehr beschissenen Sand. Hudsons Kontakt ist unterwegs. Können wir den Chinesen tragen? Ja, schon. Wir haben die Mujahedin genauso unterstützt wie wir. Wenigstens einmal, wo die Amis den Chinesen vertrauen können. Sie wissen, dass die Russen sich nach Afghanistan, nach China wenden werden. Die Russen mag wohl keiner, was? Na, nicht immer. Ich mag niemanden. Außer dich selbst. Besser den Kopf runternehmen. Ui. Ganz ruhig, Sau. Chinese. Waffen geliefert. Oh, jetzt dürfen wir wahrscheinlich reiten. Und deinen Teil der Abmachung? Ich bringe euch zum Anführer der Mujahedin. Er kann euch helfen, Raúl Menendez zu finden. Okay, ja. Wir haben zwei Pferde sind frei. Ihr folgt uns. Yeah, jetzt dürfen wir ein bisschen Hoppe Hoppe Reiter spielen. Tun wir es. Du, da, ich reite. Mason, hier Hudson. Kam es zur Kontaktaufnahme mit Sao? Wir sind gerade unterwegs zum Lager der Mujahedin. So, mal schauen, wie das reichen wird. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass unsere Präsenz hier zu 100% geheim bleiben muss. Es hätte schwerwiegende Folgen, wenn die Russen von unserem reiten Angriff in Afghanistan erfahren. Komisch. Das wird nicht passieren.
gut, man muss viel mit dem rechten Stick machen, damit man sieht, wo man lang reitet. Aber ich glaube, das wird noch böse, wenn wir jetzt dann gleich unter Beschussgefahr, unter Schuss kommen. Unter Beschuss kommen. Wow. Hatte ich. Wir müssen uns beeilen. Wir glauben, die Russen planen einen Angriff auf das Lager. Leisten legen Sie an zu. Hör! Ja, ich bin ja schon da, Alter. Oh, Woods, ey. Oh, alt, was soll denn das, ey? Kackpferd. Also, mit dem Pferd reiten ist jetzt nicht so mein Ding, würde ich jetzt mal behaupten. Bei Assassin's Creed ist es um einiges einfacher. Und da hat man jetzt auch noch die Third-Person-Situation. Hier lang. Oh, wenigstens absteigen. Was haben wir denn als zweite Waffe? Eine Makarov. Oh, ne. AK-47 bleibt. Solange wir sie noch nicht benutzen dürfen. Ziel erfüllt. Oh, wenn die Russen wirklich umsetzen. Angreifen, braucht ihr alle Hilfe, die ihr bekommen könnt. Ich habe dafür gesorgt, dass einige Spezialisten beratend tätig sind. Da sind sie schon. Rahman, das sind Woods und Mason. Die zwei Besten. Die Besten der Besten. Wir der brauchen Besten. Waffen, keine Soldaten. Ja, wir sind besser als Waffen. Sieht gut aus. Sarkasmus aus. Nur um das klarzustellen. Wir halten den Angriff der Russen auf und ihr sagt uns alles über Menendez. Hier ist unsere Basis. Okay. Wenn sie vorrücken, dann kommen sie aus dem Westen, Norden oder Osten. Ich weiß. Oh, unsere Leute verteidigen diese Berge. Unsere Waffen bringen ihnen einen Vorteil. Das ist echt ein Scheißplan. Das ist die russische Armee. Die greifen doch immer mit roher Gewalt und einer zahlenmäßigen Übermacht an. Und mit Panzern. Sind eure Männer bereit? Sie haben keine Erfahrung mit den Waffen, die wir mitgebracht haben. Wir aber, wir gehören an die Front. Na, wohin denn sonst? Der Angriff der Russen hat begonnen. Verteidigen Sie den westlichen Blockadepunkt. Das weiß ich sogar, Sau. Dann los. Na dann. Let's get ready to rumble. Wir müssen uns beeilen. Sie dürfen nicht ins Tal kommen. Ich kann hier interagieren. Sekunde. Sekunde. Ich möchte gerne erstmal aufbrechen. Oh. Großes Boom. Oh, wieder reiten. Ich will nicht reiten. Oh, ich bin zu... Oh, komm schon. Komm schon. Es könnte härter werden als gedacht. Helikopter setzt den Patrouille vor dem Lager ab. Wir übernehmen okay, wir müssen jetzt... Alter. Wir versuchen, ihre Panzer aufzuhalten. Ja, macht es mal, Jungs. Macht das. Und wir versuchen hier zu überleben auf unserem Gaul. Ich schätze mal, wir laufen einfach den Leuten hier hinterher. Oh, 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 langsam. Hat der mich jetzt gerade überfahren, der Wichser? Ich sollte nicht so viele Schimpfwörter nutzen. Aber ich glaube, der hat mich überfahren. Oh, Leute, wo seid ihr? Okay. Folgen. Dann machen wir das. Komm schon. Ah, ich kann absteigen. Endlich. Granate! Ja. Headshot. Granate. Reloading! Steh auf. Oh. Alter. Also ich glaube ab und an ist die KI ein bisschen nicht die allerschlauste. Auch von den Gegnern ist glaube auch nicht mehr, also nicht immer so die allerschlauste. Oh Junge, mit drei Schlägen, ich glaube mir hackt. Gut, ganz ruhig Stefan, ganz ruhig. Wir haben den hier jetzt ausgeschaltet mit einem Kopfschuss. Granate, die zu kurz war.
Oh, da rückt ein BTR durch die Ruinen vor! Mein Gewehr wird da nicht reichen, Mason! Verdammt, schnapp dir den Raketenwerfer! Ich jawohl! Wir müssen es nicht ins Tal schaffen! Da kommt noch ein BTR! Ich versuch mein Bestes! Oh, komm schon! Renn schon, Mason! Stirb, Alter! Boah, puh! Komm schon, komm schon! So. Verdammt gut! Ich weiß. Und der zweite ist auch hinüber. Die Mujahideen kommen mit Infanterie zurecht! Wow, 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 wow! Oh, Mann! Ich weiß, woran es liegt, dass ich so oft sterbe. Es liegt nicht an mir, es liegt an dem Controller. Die Mujahideen kommen mit Infanterie zurecht! Oh, Kacke! Mason, leg eine Trichterladung unter den Torbogen. Eine Trichterladung? Sorgen wir dafür, dass hier keine Fahrzeuge mehr durchkommen. So. Wir wechseln jetzt wieder aufs Gewehr. Und wir müssen jetzt diese Trichterladung setzen. Komm schon, komm schon. Schneller, 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 schneller. Und Trichterladung setzen. Und abhauen. Ah, wir müssen da lang. Okay, okay. Bist du nah dran, Mason? Hierher! Ja, ich komm ja schon, Junge. Jag sie rauf, ey! Hatz, die Engstelle im Westen ist okay. Sicher. Hier kommt kein Panzer durch. Gut. Hatz, Mason, sie heizen uns mit allem ein, was sie haben. Überall im Tal sind Feinde. Die Mujahideen melden russische Panzer, die sich von Norden nähern. Ruhe, Gewalt und Übermacht. So. Aber nicht gewollt. Komm, hier runter. Ich brauche Waffen. Ich brauche hohe Waffengewalt. So. Nein, nein, nein. Ah, shit. Oh, das sind ja unsere, das sind unsere. Wir müssen hier her. Wir müssen die Panzer ausschalten. Mal gucken, ob wir das hier mit den Mörsern hinbekommen. Ja, yeah, der erste ist hinüber. Und der zweite. Die Basis ist in Gefahr. Und zerstört. Aufklärer melden feindliche Kampfhubschrauber nördlich des Tals. Okay, dann steigen wir mal ab. Ich möchte absteigen. So. Waffe. Boah, Alter, komm schon. Boah, ja, Alter, komm schon. Boah, drei Stück. Die Arsch offen. Gleich drei auf einmal. Ja, klar. Junge.